Die Schaubank ist ein Ort, der die besten Fachleute der Finanzbranche anzieht. Und ich bin stolz darauf, bei dieser Veranstaltung dabei zu sein. Als Gast beim Schaubank Anniversary Summit freue ich mich sehr, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, die sowohl informativ als auch inspirierend zu sein verspricht. Lassen Sie uns in diese Atmosphäre eintauchen. Für mich ist das Schaubank Anniversary Summit der Höhepunkt finanzieller Ereignisse. Ich bin sehr beeindruckt und freue mich, Teil dieser Veranstaltung zu sein. Liebe Teilnehmer und geschätzte Gäste, herzlich willkommen zum Schaubank Anniversary Summit, der unserem Bankjubiläum gewidmet ist. Dies ist eine besondere Veranstaltung, die nicht nur unsere Erfolge, sondern auch unser Engagement für kontinuierliche Entwicklung und Innovation widerspiegelt. Während dieser Konferenz werden wir in die Welt der Finanzen, Investitionen und des Geschäfts eintauchen. Lassen Sie uns gemeinsam diese spannende Reise antreten, voller Möglichkeiten und vielversprechender Perspektiven. Willkommen beim Schaubank Anniversary Summit. Zunächst möchte ich den Gründer der Schaubank, Yang Shao, auf die Bühne einladen. Damen und Herren, geschätzte Partner und liebe Gäste, heute haben wir uns nicht nur versammelt, um ein Jubiläum zu feiern, sondern um eine Reise der Innovation, der Widerstandsfähigkeit und der unerschütterlichen Hingabe an unsere Sache zu würdigen. Unser Erfolg ist jedem unserer Mitarbeiter und allen, die an unsere Mission glauben, zu verdanken. Für unsere Partner repräsentieren sie Vertrauen und gemeinsame Ambitionen. Gemeinsam werden wir weiterhin die Finanzlandschaft gestalten, Veränderungen annehmen und Werte für zukünftige Generationen schaffen. Heute stehe ich vor Ihnen und denke über die komplexe Welt der Anleihen nach. Anleihen wie Beziehungen erfordern Vertrauen, Engagement und eine gemeinsame Vision. Genau wie die Schaubank auf ihren Prinzipien besteht, bilden Anleihen das Fundament für die Stabilität in der Finanzwelt. Bei der Schaubank streben wir danach, dass jeder Schritt, den wir unternehmen, auf Ethik, Legalität und der Hingabe an die Interessen unserer Kunden basiert. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass Legalität nicht nur eine Einschränkung ist, sondern ein Kompass, der uns den Weg in eine ehrliche und erfolgreiche Zukunft weist. Die Schaubank wurde am 28. September 2022 gegründet. Im Oktober haben wir Anleihen mit einer täglichen Rendite von 0,2% und einer Laufzeit von 3 Jahren eingeführt. Im Mai 2023 hat die Schaubank auf Empfehlung der Hong Kong Monetary Authority ihre Finanzoperationen nach Großbritannien verlagert. Yang Shao hat fast 1 Milliarde Pfund Sterling in die britische Staatskasse eingezahlt. Wir planen, physische Karten für unsere Kunden weltweit auszugeben und Kryptogeldautomaten mit Shao-Software zu installieren. All dies soll eine komfortablere Umgebung für unsere Kunden schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Finanzbranche gestalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in uns. Nun gehen wir zur Fragerunde über. VIP-Gäste, bereiten Sie bitte Ihre Fragen für die Führungskräfte der Schaubank vor. Wird die Schaubank Filialen in anderen Ländern eröffnen? Wenn ja, wie schnell kann dies geschehen? Danke. Ja, in diesem Jahr eröffnen wir mehrere Schaubank-Filialen. Wir möchten Ihre Funktionsweise in den nächsten Monaten testen und unser Plan für 2024 und 2025 sieht vor, Bankfilialen in 50 Ländern weltweit zu eröffnen, mit weiteren in der Zukunft.
在全球50个国家。谢谢。Ist es möglich, Shaobank-Karten für Online-Zahlungen und Überweisungen auf Karten anderer Banken nach Nummer zu verwenden? Ja, diese Funktion ist bereits verfügbar. Die Ausgabe einer physischen Shaobank-Karte kostet 5.000 Hongkong-Dollar und die monatliche Wartungsgebühr beträgt 1.000 Hongkong-Dollar. Virtuelle Karten werden kostenlos ausgestellt und haben keine monatliche Wartungsgebühr. Derzeit ist diese Funktion für Bewohner einiger Länder verfügbar, aber wir arbeiten aktiv an der Erweiterung dieses Dienstes. Unser Plan für die nächsten 5 Jahre sieht vor, die Unterstützung von UnionPay auf 40 Länder weltweit auszudehnen. Wie viel Investment wurde in den letzten 3 Monaten aus dem Verkauf von AA5190-Anleihen mit einer Rendite von 16,5% angezogen? In den letzten 3 Monaten haben wir 2,4 Milliarden Hongkong-Dollar aus dem Verkauf dieser Anleihen angezogen. Tatsächlich hat diese Anleiheserie alle Rekorde gebrochen. Wir blicken in die Zukunft und haben bereits neue Investitionsprojekte von Unternehmen erhalten. Wir haben einen klaren Plan zur Ausgabe neuer Anleihen bis zum Jahr 2030. Wie viele neue Anleiheserien wird die Shaobank noch herausgeben? Die Shaobank erhält kontinuierlich Investitionsprojekte von unseren Partnerunternehmen. Darüber hinaus erhalten wir Vorschläge von Organisationen außerhalb unseres Ökosystems. Daher plant die Shaobank, viele neue Anleiheserien mit unterschiedlichen Preisen und Renditen zur Finanzierung verschiedener Geschäftsprojekte herauszugeben. Unser Geschäftsmodell ist stark gefragt und mit der wachsenden Beliebtheit der Bank erwarten wir noch mehr Investitionsmöglichkeiten. Ich habe eine Frage zur legalen Tätigkeit der Shaobank weltweit. Können Sie die Grundlage dafür erklären und wie wird sie für die zukünftigen Aktivitäten der Bank in verschiedenen Ländern nachhaltig sein? Danke für Ihre Frage. Ich werde sie auf Englisch beantworten. Im Laufe des letzten Jahres haben wir dies vollständig ausgearbeitet und jetzt entspricht die Shaobank vollständig der Doktrin internationaler legaler Aktivitäten. Vielen Dank an die Vertreter der Hong Kong Monetary Authority für ihre kontinuierliche Beratung unserer Rechtsabteilung. Die Shaobank hat die Genehmigung erhalten, Bankgeschäfte und Anleihehandel im Vereinigten Königreich durchzuführen, was alle Bankgeschäfte legal macht. Wenn Sie beispielsweise in den USA ansässig sind, können Sie legal Bankanleihen erwerben und ein legales Einkommen erzielen, wenn Sie Kryptowährung in Fiatgeld umtauschen. Sie zahlen Steuern in Ihrem eigenen Land. Die Bank operiert gesetzeskonform und bietet ihren Kunden sichere Finanzdienstleistungen. Warum verwendet die Shaobank Kryptowährung als Zahlungsmethode für Einzahlungen und Abhebungen von der Shao-Karte anstelle von Bankkarten? Vielen Dank für Ihre Frage. Sie ist wichtig. Wir haben Kryptowährung als Zahlungsmethode gewählt, weil dies legal ist und dazu beiträgt, Gebühren und Steuern zu reduzieren. Unser Hauptziel ist es, die maximal mögliche Rendite aus unseren Anleihen für unsere Kunden zu erzielen. Daher haben wir uns entschieden, keine Bankkarten zu verwenden, da bei ihrer Verwendung Gebühren und Steuern von bis zu 20% des Bankumsatzes anfallen können. Wir möchten nicht einen so großen Prozentsatz des Einkommens unserer Investoren zurückhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie heute an der Veranstaltung teilgenommen haben. Wir freuen uns, den Abschluss des Shaobank Anniversary Summit bekannt geben zu können.